Rockets. Wow! Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Clash Royale. Und ja, heute spielen wir übrigens mal die Triple Elixir Challenge, die gerade eben gestartet ist, holen vielleicht somit ein bisschen für die Clan Chest, und dafür öffnen wir nochmal eben die Free Chests. Ist natürlich nichts Gutes dabei, ist ja logisch. Ein Inferno-Turm, was eine geile Scheiße. Ich habe übrigens gerade eine Legendary Chest im Shop, aber es wird jetzt schwer, noch einen Google Play-Gutschein dafür aufzutreiben und ihn noch zu kaufen. Das heißt, ich muss mal sehen, wahrscheinlich öffne ich die eher nicht. Schade, aber kommen ja mal wieder die Chests. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein ins Triple Elixir Challenge Battle. Und ich spiele im Moment mit diesem total günstigen Deck. Meistens würden jetzt sagen, what, wie du spielst, ich finde so einen ganz tollen Deck, es geht ja voll easy, klar. Aber es hat sich bisher bewährt. Bei den Challenges hier, also bei den Friendly Battles, hat sich schon mal bewährt. Weil das Geile ist, man kann hier jetzt im Grunde unendlich viel spammen. Das geht down, mein Mini-Packer kommt durch. Gut, bekomme ich meinen Tower schon damit? Ja, fast immerhin, und ich lasse das Elixier volllaufen. Damit muss ich erstmal auch klarkommen, dass es so schnell läuft. Das noch dazu, zweite Prinz ist noch dazu. Durchgehend im Circle. Perfekt, zweiter Tower ist auch down. Setze ich hier vorne die Minions ein. Setze hier noch das Skelettermeer ein. Und rushe damit mal auf den Tower vor. Scheint ja ein ganz gutes Game zu werden. Bisher mache ich den Typen komplett platt. Zap darauf. Feuerball bereithalten. Nice! 3 Kronen. Easy zerstört, ohne dass er überhaupt großartig Damage auf dem Tower machen konnte. Guter Start in die Folge. Auf jeden Fall ein ziemlich guter Start. Wie viel brauchen wir? 2 Siege nur. Ja, die 3000 Gold nehmen wir uns ja easy mit. Und hier brauchen wir 5 Siege. Das wird schon ein bisschen schwerer, aber sollten wir auch noch hinbekommen. Ab geht's ins zweite Game. Wir haben jetzt schon 3 Kronen für die Kronentruhe gesammelt im ersten Game. Das finde ich ziemlich nice. Natürlich hier wieder viel Glück wünschen, und das ist eine richtige Dreckstarterhand. Ja, er spielt Golem, dachte ich mir. Irgendwer wird schon kommen mit Golem, und das ist jetzt auch passiert. Wow, dieser Tornado. Da muss man ihn einfach für loben. Natürlich, Golem ist ein großes Problem. Ja, doch ein relativ okay. Das Skelett am Eber, das verkackteste, was ich seit langem gesetzt habe. Okay, er kriegt Hit mit Funky raus. Jupp, der Typ zerstört uns diesmal. Auf jeden Fall zerstört uns der Typ diesmal. Keine Chance. Überhaupt keine Chance. Ich werde hier richtig platt gemacht. Immerhin, den kriege ich noch down. Ja, ich komme hier überhaupt nicht zum Angreifen. Er ist durchgehend am Setzen. Das war's gleich. Jupp. Das war's jetzt. Ja gut, erstes Game haben wir ihn komplett rasiert, den Gegner. Jetzt hat er uns komplett rasiert. Ich würde mal sagen, wir machen noch ein Game mit diesem Deck jetzt. Und wenn das nicht funktioniert, kopieren wir uns das Deck von dem Typen, gegen den wir gerade gespielt haben. Denn das grüne Deck ging ja ganz gut ab. Hing natürlich auch von der Starthand ab, aber kann man nichts gegen sagen. Es war auf jeden Fall fett. Jetzt spielen wir gegen Hellboy. Gut, wir sind hier noch ganz gut am Durchzirkeln. So, jetzt setze ich das da noch rein. Setze ich darauf nochmal eben einen Zap. Das geht nicht mal alles down. Perfekt. Ja, leck mich doch am Arsch. Scheiße. Das geht nicht gut.
bisher läuft es überhaupt nicht. Wirklich mal überhaupt nicht. Wenn Ramok da drüben macht unendlich viel Damage. Der scheiß Elektromagier macht mich da noch fertig. Ich will immer noch diesen einen Tower haben. Der ist mir auch nicht mehr vergönnt. Perfekt, läuft in der Challenge. Läuft bisher richtig gut. Läuft bisher richtig, richtig gut. Zweimal hintereinander mit drei Kronen zerstört. 3-0 zerstört sogar. Ich werde mir dieses Deck hier kopieren. Ah gut, Nachthexe fehlt mir und Funky fehlt mir. Perfekt, werde ich mir das Deck schon mal nicht kopieren. Dann könnte ich mir trotzdem noch das Deck kopieren. Ne, ich mache die Skull im Deck. Also ich baue es dann noch ein bisschen um, das heißt kurzer Cut und dann habe ich gleich ein gutes Deck hoffentlich. Okay, das ist jetzt das Deck, so wie ich es mir nachgebaut habe. Kann funktionieren, muss nicht. Ich hoffe mal, es funktioniert. Diesen zweiten Sieg muss ich mir jetzt noch mitnehmen. Sonst wäre das echt enttäuschend. Bitte eine gute Start an. Perfekt, kann ich direkt Golem setzen. Das ist das, was man sich wünscht. Der hinter noch Bowler. Er setzt Packer. Juckt mich jetzt gerade eher wenig. Das juckt mich schon eher. Nein, Sepp. Das ist alles down. Zweiter Bowler. Nächsten Guard davor noch. Nächsten Executioner. Das geht alles down. Nächster Golem. Auch er zirkelt ganz gut durch, aber... Nächster Bowler. Nächster Executioner. Dann noch die dazu. Dann hiervon noch wieder die Guard setzen. Dann hier wieder Bowler. Hier wieder Executioner. Hier den Zap drauf. Bevor wieder den Golem. Hier zu die Guards, hier zu den Bowler. Wir sind richtig geil am Zirkeln. Das alles zurückziehen. Hier schön Zap drauf. Nice, der ist auch down. Executioner. Golem. Bowler. Okay, das ist jetzt richtig mies. Das wird langsam richtig, richtig mies für ihn. Einfach immer weitersetzen. Man muss nur am Zirkeln sein. Immer rum. Nächster Bowler. Nächster Executioner. Ich glaube, der Typ hat aufgegeben. Jupp, der Typ aber hat aufgegeben. Okay, nice, wir haben ihn komplett destroyed. Komplett, Rakete fliegt nochmal drauf. Bam. Ja, das war's. Nice, 3 Kronen mitgenommen. Und wir kriegen auch 3000 Gold, das ist auch nicht gerade schlecht. Schönes Ding. Und die 3000 Gold kriege ich noch. Das nächste werden 6000 Gold. Wenn ich hier nochmal eben. Unser Clan ist im Moment auch wieder schön aktiv. Und hoffentlich können wir jetzt, auch wenn wir einmal verlieren sind, wir kommen jetzt raus. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir noch ein, zwei Games gewinnen können. Vielleicht auch noch drei, dann würden wir noch diese 5000 Gold bekommen. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch ein, zwei diese Folge machen. Okay, ja, soll er setzen, was er nicht sitzt, was er setzen mag. Denkst du, mich juckt das, Junge?
Okay, doch, sollte mich jucken. Mein Tower fällt nämlich dadurch. Das kann ich alles mit einem Set beenden. Hier noch. Wow, der Tornado zieht. War er dumm? War er richtig dumm? Doch, jetzt muss ich zirkeln hier. Jetzt muss der Prinz da oben fallen. Aber das gelingt mir auch. Hier nochmal ein Tornado, der alles da wegzieht. Dann setze ich hier hinter nochmal das. Hier nochmal einen schönen Sepp drauf. Dann hier nochmal einen Executioner dazu. Dann geht das alles down, dann setze ich hier hinten nochmal einen Golem. Ja, läuft. Das alles in 1 reinziehen. Weiß, da musst du nur einen Hit rausbekommen. Dann geht das auch so gut wie down. Wegen soll das halt sterben, juckt mich das jetzt? Nein, denn sein Tower bekomme ich noch. Hoffe ich, dass ich sein Tower noch bekomme. Ja, 44 Sekunden, aber ich muss nur eine Rakete rauf und dann war's das. Ja, schön, sein Tower ist jetzt auch down. Seine Skelettarmee geht down. Gut, wir überrennen ihn. Was heißt, wir überrennen ihn? Doch, wir kriegen das noch hin. Also den Sieg, glaube ich, kriegen wir schon noch hin. Zwar im Moment noch mehr Damage gemacht als wir. Das wird aber am Schluss nicht mehr so deutlich zu sehen sein. Rocket auf sein Tower. Mir fliegt gerade so eine scheiß Fliege rum. Ihr seht sie wahrscheinlich auch in der Webcam. Juckt nicht, wir haben gewonnen. Nice. Der Sieg ist auch unser. Und wieder 3 Kronen. Das heißt, es geht gerade ganz gut ab mit den Kronen. Ich hätte die Stack von Anfang an spielen sollen. Das ist übelst geil. Good luck. Oh, bitte. Wenn wir das Game jetzt auch noch gewinnen, dann fehlt uns nicht mehr viel. Meine Webcam hat nur noch 15% Akku. Juckt das jetzt? Nein. Er wird auch Golem spielen, oder? Selbst wenn nicht. Nein, die sind zu schnell, oder? Komm, wenigstens Elektromagier noch. Ja, Elektromagier ist immer noch down. Hier kümmert sich bisher auch nur darum. Das dazu. Das alles in ein Gebiet reinziehen. Okay, das ist gar nicht so schlecht, was er nutzt. Also hier, genau, was nutzt ihr überhaupt? Wie heißt es? Blitz. Blitzzauber ist eigentlich ganz gut. Das Game sieht nicht so nice aus wie die davor. Aber weil er diesmal mich überrennt, er kann hier den Golem setzen. Nicht zwar auch, aber sein Golem haut hier im Moment ein bisschen raus. Gerade weil er jetzt direkt danach noch einen hat. Mach ich da rein nochmal einen Sepp. Und ich habe überhaupt keinen Überblick mehr übers Spiel, aber was ich weiß, es sieht ziemlich scheiße für uns aus. Gut, dann beendet er das wieder mit dem Blitz. Wieder das dazu, ja, es läuft nicht für uns. Es läuft gar nicht für uns. Ich versuche es zwar, aber es sieht nicht gut aus. Jetzt beendet er das alles auch noch. Rockets. Wow! Die schlechteste Rocket meines Lebens auch noch rausgehauen.
Er überrennt mich, er überrennt mich. Ja, das war's. Gut, damit sind wir raus aus der Challenge. Schade, aber war eine gute Folge, war eine gute Folge. Insgesamt dreimal gewonnen. Ja, das ist jetzt nicht gerade gut. Ich weiß, aber die Challenge hat mir Spaß gebracht und Triple Alex hier ist auf jeden Fall was, was Bock bringt, was sie gerne da auch nochmal öfters bringen könnten. Natürlich kann ich da jetzt nicht nochmal beitreten, weil es natürlich wieder 100 Gems kostet. Aber ist ja auch egal. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben, wenn ich trotzdem hier könnt ihr abonnieren, hier kommt ihr auf mein letztes Video und ich würde sagen, haut rein, bis dann, ciao.